Also Robert, der hat sich wieder umdrehen. Warum? Ne, an den Anruf. Jetzt bist du schon auf? Nein. Achso. So, was machen wir heute eigentlich? Was hat er vor mit uns? In den Bunker. Bunker. Also eine heute eine Bunkertour. Bunker. Okay. Aber jetzt mal von A weg. Also wir kennen den Bunker. Nur nicht alles. Aber gleich. Und ja, wir hoffen gleich. Komplett. Wir müssen uns auch erstmal die neuen Besucher vorstellen. Die müssen uns mitkommen. Ach, warum sollen wir die vorstellen? Ihr könnt euch selber vorstellen, oder? Ja, ja, im Kino. Kanal? TL Adventure. Petra. Tobi Goa-Zeit. So, unten Videobeschreibung links. Gucken. So, wir haben heute aber vor, Part 1 und Part 2 zu machen, ne? Part 1 und Part 2? Ja, Part 1 und Part 2. Haben wir Part 2 schaffen? Nee, Part 1 soll bei uns rufen. Ach so. Und Part 2? Bei wem von euch bin? Bei dem wahrscheinlich. Wer bin du? Gleichzeitig. Okay, wir machen Part 1.1 und 2.1 und 2.2. Alles mit dabei. Die drei Perspektiven. Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Na denn, bleibt mal dran, aber. Also irgendwie war das schon mit links und rechts abbiegen, hat es bei mir Piep gemacht. Piep, da komme ich nicht. Ach, ich finde den Weg schon. Ja, also das ist übrigens so, Robert geht eigentlich hauptsächlich immer mit mir, weil ich habe einen ganz guten Orientierungssinn und Robert nicht so. Ja, ja. Genau so. Wir hatten ganz Orientierungssinn, ich habe einen Orientierungssinn in die Bockwurst. Ah, gut, okay. Dann können wir uns bitte verlaufen. Mach ein. Wir suchen euch dann. Auf den Orientierungssinn? Null. Null? Null. Also gibt ab und zu mal Situationen. Genau, hier sind wir damals trainieren. Wo ich sah, okay, ich habe jetzt doch den Überblick gewonnen. Ja. Das ist okay. Aber bei bestimmten Situationen, also ich sag mal 80% davon Dominik. Aber einmal hast du schon. Aber zweimal hast du es auch schon geschafft, dass ich nicht mehr wusste, wo wir lang müssen. Wir haben es vergessen. Ich habe noch Frühstück. Oh. Essen. Wäre eine Brezel? Ja, nachher. Hey, ich habe noch ein Sandwich dabei. Bunkertour wieder in Brandenburg. Wir haben mal einen größeren Bunker gefunden und den werden wir jetzt eben mal ablaufen. Und wir haben noch ein bisschen Unterstützung von den Urban Brothers. Ja, schon wieder ein neues Spinnen neben mir. Die kotzt mich an. Ja. Eindeutig. Zu alt für diesen Scheiß. Ah, der sagt. Ich kann mal aufkommen. Und ich hab nur eine 2 davor. Oh, ich weiß. Wer? Das ist ja doch relativ spannend hier drin, wa? Und der Dunkelheit verschwinden sie. Beziehungsweise entspannt. Ach, da hat jemand Licht gemacht. Man sieht nicht. Apropos Licht. Wo ist mein Taschenlampe? Da ist er! Warte. Ja, bevor ich mal baue. Und einmal bereit gleich wieder. So, Tobi ist unser Bunkerführer, hat er gesagt. Ich bin nicht der Bunkerführer. Wo war er als erstes lang? Ja, erstmal einen langen Gang, oder? Moment. Boah, jetzt fast hier gelaufen. Ich hab mir letzte Mal fast so eine scheiß Schlange hier voll im Rücken gehauen. Immer hier drin. Die sind alle. Was ist denn da drin? Nicht nur. Ach nee, das muss ein Schallkasten. Der ist zu? Ja, ich hoffe, ihr habt alle GEZ bezahlt. Aber guck mal, die. Oh, ich würfel die Kamera noch. Das stimmt, wa? Die Strippe liegt immer noch. Die Strippe liegt immer? Ja, die liegt hier schon ewig. Stimmt. Pass auf.
Ja, ist auf jeden Fall nicht für große Menschen. War früher was für kleine Menschen. Hier ist aber der Gang, vielleicht auch vorbei. Was? Nee, das ist ja der Gang nach vorne hin. Achso. Dann gibt es einen anderen oder wie? Sind die, hast du den noch? Ja? Hm, da ist noch ein Ausgang, aber das ist gut. Wollte gerade sagen. Ja, den kann ich da, den kann ich auch. Genau. Und ich weiß, die Treppe muss irgendwo in die Richtung sein. Ja, da kommen wir dann nicht vorbei. Ich habe hier jetzt eigentlich auch ein bisschen für die Atmen. Genau, das ist der Innereingang, den hat man nämlich auch noch gefunden gehabt. Mhm. Oh, also den großen mit der Treppe, wo ein bisschen größer ist, da, genau. Da ist auch immer ein Ausgang. Genau. Oder eigentlich auch immer. Hier geht ja mal einmal da diese Betten oder so, das ist so geil. Kannst du halt ein Pritschen da. Ich auch noch hier mit diesen Fässern hier, ne? Hm? Dass die noch wirklich noch so gut sind. Staunen hoch. Ja. Schätz mal. Irgendwie hat auch viel mehr Räume gibt, weil. Weiter hinten im Bildschirm hast du so 1 und 9, oben da mit 12 und so, und hier schon 36. Okay. Das sind sie noch im Bunker irgendwo schon mal ähnelt. Weil der alte Bereich, wo wir drin haben, der ist nicht so groß. Und hier jetzt abfährt, glaube ich. Boah, Alter, ihr müsst doch mal einen Kopf einziehen, Junge. Das ist ja. Mann, hier schöner alter Wattestuhl. Mann, muss man denn? Hier immer ein Sekretariat. Was auch immer hier als Sekretariat zu sehen ist. Wenn man es hier oben hat. Alter! Wer war das da? Alter, jetzt erschrocken, Junge! Das schafft ihr immer wieder. Macht mit mir genauso. So, irgendwann komme ich aus dem Lost Place nicht mehr eben raus. Falls da irgendwelche Gäste sind, würde die einfach ein bisschen schocken. Wenn jetzt noch andere Leute drin sind. Was hast du denn gemacht? So quietscht. Ich hab grad so einen Kopf gegeben. Ich hör noch besser bei Tino lachen. Jetzt überleg mal, Alter, du fängst ja an zu schreien, so als würde hier ein Massaker entstehen oder irgendwas mit dir Sputti da drin. Jetzt hörst du so. Der war hoch. Hoch hier gewesen, ne? Genau. Wir sind ja damals hier runter. Ja. Und das waren ja bloß die, das sind ja bloß diese Räume, wo sie wahrscheinlich gelagert haben und halt, wo die Entlüftungsdinger sind. Ich bin hier. Also hier, wenn du nicht mit kompletten Durchschnitt saß, der erstmal nach halt gesetzt, ja, ne? Oh. Alter, Tatsache, wa? Total krank aus. Ja, dann hast du ja auch noch diesen Nachhänger, der halt kommt. Du hast ja auch noch nicht einmal diese Tür. Das war ja auch drin, muss rauskommen. Aber das ist komplett immer zu, aber die kann ja nicht schon der Ausgang sein, weil das wäre Quatsch, bei uns wäre Ausgänge nicht und alles. Ja, warte mal, da gibt es doch einen Trick. Handy durchhalten, kurz mal. Foto machen. Oh. Okay. Ja, wahrscheinlich. Das ist nur Sand. Wenn der Handy wissen würde, dann würde ich jetzt denken, die Wahl war eher nach Handy ist, ne? Ja. Krass. Hä? Was ist das denn? Keine Ahnung, geht auch nicht mehr weg. Das ist schon die ganze Zeit da. Also das ist Öl. Kann ja gut Öl sein. Ja. Immer? Ich glaube, wir haben uns rangekriegt. Ich dachte mal, ein Bett die Stimme an. Wir haben zwei Leute gekriegt, ne? Alter, also, der Junge, der unten im Bett hat, der hat richtig Arschkarte gehabt, der hat sich über den Kopf gestoßen. Du weißt, wie sich der Boss in deiner Arschkarte hat. Du war. Also, aber irgendwie oben in den Boden liegt, oder? Und was? Ja, mit einer Dienstfahranzeige. Kann ich jetzt mal gesagt, dass ich mach mal nur die Lenz, aber geht ja eben nicht. Hier ist nichts entlang. Hier ist vorbei mit dem Bank. Also du könntest höchstens dann noch kurz vorne zum Ausgang. Kann sein. Okay, mir riecht es ja das Hater. Kannst du Socken kaufen? Nächste Frage. Von Galeria. Galeria Kaufhof Werbung. Geil.
Für 5 Euro je Stück. Ganz schön teuer, die Wand. Vor Inflation, jetzt kostet die 20. Ja. Da steht doch kein Datum da, wa? Wenn ich hier irgendein Vollidiot das mal hier benutzt hat als. Punkt, 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 Vorlage. Oh, kicke, kicke, ey. Hunger? Hier steht noch. Wenn du das als Vorlage benutzt, dann hast du ja ein Problem. Okay, komm, hier sind Hessbeige. Die Hosen. Sehr schön. Siehst aus wie ein ABC-Blatt. Aber hier siehst du nur so ein Datum oder irgendwas, ne? Was du irgendwas hier sehen? Da steht die meistens mal von vorne, von wann bis wann das hält. Da fehlt doch eine Seite, oder? Ah, fehlt ja. Schade. Ich hab Brezeln bei dir. Boah, Alter, jetzt hol. Ich hab noch zwei Sandwiches im Auto, also alles gut. Hat zwei Brezeln bei. Nee, ich darf nicht so viel essen. Die sind nicht im Auto, die sind hier. Hier, was jetzt hier? Wir sind da auch gesagt. Willst du was loswerden? Was hast du da denn gemacht? Wir sind da schon oben gefahren. Oh. Ja, da hinten kommst du den Party rum, ja? Da hast du mal gekommen? Genau. Ja, ist halt die Unterkünfte oder so was. Nur Technik, aber mehr Unterkünfte. Dass die alle gepennt haben. Wir sind noch eine ganze Klimamarsch für den Pfeffer-Jeden-Abekundenschiff. Wir sind in den Fahrtenkeller. Jetzt hat man vielleicht noch mal schnell den Sprung bekommen, weil die irgendwo was aus einem Zeitraffer. Ja, ey, so eine Scheiße, ne? Ohne Quatsch. So ein Zeitraffer ist doch kacke. Wie jetzt aus dem Zeitraffer einfällt? Ja. Die ganze Zeit? Nee, aber wie bin ich bis hierher zurück? Also, das ist mir wirklich krass, ich hätte nur von vorne anfangen können. Ja. Also ich habe euch übrigens so gezeichnet, hier guck mal hier, was er für uns hat. Schön kaputt, wie kriegt man sowas hin? Alter, was haben die denn hier gebaut? Ach, Kiki, die haben sogar Mülleimer. Ich wollte nur vorbild. Ja! Ja, das war auch schon mal cool. Ist das schon mal ganz cool? Also es können auf jeden Fall keine Dorfkinder in Gegend sein oder so. Aber ganz ehrlich, wir können wirklich keine. Du, hier brauchst du bloß ein kleines Handy-Mikrofon, Lautsprecher-Ding, dann kannst du hier schon richtig Bonbon drin machen. So, dann war hier nämlich das Gaffer-Ding, von da sind wir nämlich gerade gekommen, in der Zeit habt ihr bestimmt gerade gesehen. Das ist einfach nur alles wieder zugeschüttet. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, in den neuen Saatdeckel da ist schon noch irgendwie mit dem Zimmer auch schon in die Hut. Es sei denn, die haben jetzt hier irgendwas drin gemacht, das kann natürlich sein. Ja, eine schöne alte Kiste, wa? Ja. Wer weiß, vielleicht haben sie so ja in der Reihe gesessen. Parschen. Aber geht da mal, Alter, das ist so voll geproppt hier. Hier ist alles reingeschmissen, ne? Ja, aber einfach muss ich jetzt der Technik hier reingeschmissen, ja. Ja. Schade, ich glaube, der Raum, der wäre wirklich interessant gewesen. Gewesen, diese Einzelkabinen. Nee, der ist hier kleiner, aber hier ist wirklich nur Technikraum, oder? War das man da nicht weiter drin kann, wird hinten noch weiter gehen. Jo, da drin. Nee, dann geht weiter, oder? Nee? Nee. War da nicht irgendwo noch so eine Art Eingang? War da nicht ein Paket hier noch, oder? Warte, gucken wir nochmal. Ja, weit hinten, oben weg. Doch. Da ist doch. Ja, ja, da ist irgendwo irgendeine Öffnung ist da, aber das sieht aus eher wie ein Schacht. Ja, wenn man zu wissen, ob es da noch weitergehen kann. Aber hier kommst du echt nicht mehr durch. Nee, hier kommst du, also definitiv nicht. Dafür bin ich zu alt, zu fett und zu faul. Damit würde es da noch weitergehen, oder? Wissen wir nicht. Das sieht zumindest so aus, als ob es da normalerweise so eine Blöde. Zugestellt alles? Ich denke mal, das werden die Wesen sein, die sich hier den Partyraum gemacht haben, dass sie sich einfach halt darin geschmissen haben. Das kann sein.
Ah, hier, jetzt weißt du, wo sie ihn gemacht haben. Die haben die Flasche gepisst. Der kick mal. Ich mach hier. Wenn du so eine Urinfarbe hast, dann solltest du mir erkennen. Ja. Auf jeden Fall. Das sieht ja schon aus wie ein Pilz. Kann durchaus wirklich sein. Das ist entweder weiterhin oder sind da irgendwo hoch. Ja, das ist jetzt. Genau, das war hier dieser komische eingeschüttete Eingang, ne? Eingeschütteter Eingang, ja, ja, da. Zugeschüttet! Hoppala, jetzt kriege ich schon herum. Ich würde behaupten, wir stehen recht weit vorne an der Straße. Weil letzten Endes, wenn du da, wo jetzt der Mitteausgang ist, ist ja wirklich so die Mitte. Und du kannst ja quasi den Weg weiterverfolgen. Und dann merkst du ab irgendwann hört der Berg auf und dann geht's runter und dann geht's wieder ein Stück runter und da ist dann auch Ende. Also ist hier schon irgendwo das Ende so, wo die Straße hoch ist. Das ist doch komisch, also wenn du durch den Wald drehst, hast du ja noch mehr Hügel gehabt überall. Ne? Ja. Als ob das noch weiter geht. Robert, kannst du bitte weiter nach unten leuchten? Entschuldigung. Danke. Aber jetzt sieht man dich so schlecht. Ja, das ist schön. So ist besser. So sagen wir noch. Ich sehe dich. Warte, dann könnt ihr auch so machen. So sieht man dich um. Das ist perfekt. Na, vorhin mit dem anderen war geiler gewesen, da war die Decke wenigstens weiß. Okay, Alter, jetzt nochmal die Luft. Alter, das Ding ist ja viel kleiner hier. Alter. Jetzt schon mal versuchen, ja zu basteln, wa? Da waren die haben die ganze Spannung hier drin, also diese Zugbänder drin. Das die Dinger, die müssen nochmal, weil die hier umgedreht sind. Die haben jetzt so extrem weit gespannt. Ja. Da muss doch da hinten was auseinandergeknallt sein. Aber die hängt doch noch voll wabbelig, ne? Die hängt doch wabbelig, diese Dinge. Kick doch mal an! Die kannst du noch weiter spannen. Wenn du die Dinger jetzt noch drehst, kannst du sie noch weiter spannen. Nur noch ein bisschen Kabel nur. Boah, Alter! Was jetzt? Huh, dieses scheiß Kabel kam gerade runter. So, jetzt habe ich die Orientierung schon wieder verloren. Von da kam man. Von da sind wir gekommen. Nee, von da kam man. Wir kamen aus, ja, aus dem Ding her. Ich wollte gerade sagen, irgendwie bin ich nach rechts gelaufen. Du bist mir nach links gelaufen. Das seid ihr jetzt nicht. Der war die Lounge wahrscheinlich. War die Lounge? Jo, die Bierlounge. Das war das Sinn der Regel. Aber irgendwas ist ja so nett, da ist Kopfschmerzen. Ja, das ist die scheiß Luft. Wahrscheinlich ist es wirklich sauer. Mhm. Aber kick mal hier, jetzt sieht man die Spider-Mini. Nee. Was macht eine Blondine in der Wüste? Schau Mann, immer wieder. Da hängen geblieben? Ja. Nee, ist auf jeden Fall richtig nass, weil hier haben wir mal gepisst. Der Boden, der führt sich immer nass an. Wie geht man hier? Oh, ist rausgegangen. Da ist Öl. Na, Öl vom Bett. Der ganze Wand ist nass, ne? Achso. Alter, das ist richtig Tropfenöl. Ne, komplette Schuhe abgefallen, ne? Keiner angefasst bis jetzt. Oh. Die Feuchtigkeit kommt definitiv aus dem Kabel, aus der Wand raus. Okay, dann kommt von außen. Und hier haben wir noch ein Ohr. Der kann auch ungeschlossen sein. Das haben sie auf jeden Fall zugeschüttet. Also unter der Fliege haben wir überrasiert. Alles aus, Alter, das ganze Öl, wa? Ich weiß nicht, was das ist. Doch, das Öl, das ist der Jung. Warum von da? Das ist alle drei durch die Leitungen hier. Die sind angekattet. Schon so ein bisschen, läuft die ganze Scheiße jetzt hier runter. Au! Hört um den Kopf. Geht ja nicht, was die hier in so einem Bunker suchen. Hier sind. Ernst, ehrlich, für was hab ich mir jetzt da mitgespielt gekauft? Nee, jetzt geht nicht in die Bücher. Ich glaube wirklich, ohne Scheiß, ich habe echt gedacht, dass dieses alles voller Mücken. Da letztens in so einem anderen Ding gewesen, da alles voller Mücken. Und jetzt geht's.
Treppe. Hier machen wir noch nicht. Alter! Alter Schwede! So, alter voll! Du sommer festes Bett, du. Das ist richtig fest. Oh, Bett. Schön Weihnachts-Coca-Cola. Alter, was ist denn das für eine Flasche? Ist das Polska oder ist das Deutsch? Ja, manches ist Russisch, manches ist Deutsch. Alter, die Dose ist 0,499 abgelaufen. Ohne Scheiß. Die Dose ist schon von ganz zerfallen. Kick dir das doch mal an. Aber alles hier, wa? Hier ist eine schöne Coca-Cola-Dose zu Weihnachten. Geil. Oh, Special. Ich hab mich gerade gewundert, weil hier gibt es nämlich noch keinen Pfand. Nee. Und das ist Deutsch. Ja, dann können Sie wieder. Weil hier die Adelskronen. Und 30.06.1999. Ablaufdatum. Berliner Pindel noch mit dem ganz alten Logo. Krass. Also der Raum hat sich immer jemand gemacht. Alter, die ist ja in der Kopfkissen, oder? Boah. Das ist eklig. Ne? Absolut. 20.07.1996. Das ist neu, Alter, die Pepsi. Die Party ist lang, boy. Ich kann mich irgendwie hier nicht dran erinnern. Was ist das hier? Darkroom oder was? Was ist der oder was? Das sieht so aus. Aber das sieht alles so feucht aus. Wahrscheinlich haben sie das hier mal abgedichtet oder was? Nee, Alter, ist trocken wie Sau. Komplett trocken. Alter, wer hat denn die Tür, ganz ehrlich? Alter, richtig schwer. Ja, das ist die. Genau, das ist die Treppe. Hier waren wir noch gar nicht. Das ist ja krass. Und jetzt auch wieder nicht viel Räume, glaube ich. Aber die sind auch ein bisschen größer. Oh, Alter. Mal um den Vergleich zu starten. Ich stehe jetzt auf der ersten Stufe. Da. Wo spürst du ja fast den Kopf? Also wenn ich nach hinten gehen würde, Alter, batsch, voll hing. Ah, das ist krass. Mal gucken, ob ich hier empfangen habe. Ich muss sehr schön geduckt werden. Alter, jetzt überleg mal, hier kommt ein Fußgänger lang, ein Spaziergänger, und du rufst Hilfe! Weil nicht mal das nachts dich verfolge, ja. Du rennst hier hin, du rennst die Treppe runter, weißt du, musst dich bücken und dann sind da ja BAM! Aber gucken, ob ich hier besseren Empfang habe. Vielleicht krieg ich ja ein bisschen. Ah, hier ist schon mal wieder bald eine LTE. Oh. Alter, hier musst du echt aufpassen mit deinem Kopf, ne? Ja. Stück für Stück. Fahr mit Opa, bist du schön. Okay. Da hier ist ja unser Kasten. Hier stinkt es richtig, ne? Wow. Was ist denn die ganze Hardware da? Hardware. Die Hardware, das lief, ey. Zu damaligen Zeiten? Ich glaube, das war ja. Schätze ich mal, noch plus. Ganz ehrlich, das sind Ziegelsteine in der Technik. Ja. Jetzt ja. Sag mal, haben wir gehört, der Prozessor da, ein Bild Speicherkapazität. Du, war doch mal eine Batterie, oder? Meinst du, die mal eine Säure? Das war eine Säure, definitiv. Das sind Säureplatten, guck mal, hier hast du noch die Pole. Das war Säure, ja. Was? Das ist eine Batterie. Oder war, nee. War das eine Batterie? Machen wir hier noch. Wenn die Säure oder was? Weil das Ding hier hoch, das ist da oben ein Spannungswander oder irgendwas. Nee, das ist ein Kühlsystem hier, wa? Das ist eine Kühlung, ja. Aber vor allem nicht jetzt hier, mal. Ja, auf jeden Fall ist das eine Holzstelle, warum auch immer, aber guck mal, was in der Kühlung steht.
Ja, die Kanister da. Oh. So, da steht irgendwann so viel stand, ja. Ich will ihn dann nicht, aber der ist so halb. Guck mal, da ist doch richtig. Warte, 1 Bat 2, also Batterie 1, Batterie 2, Block 2, Block 1. Ja, da war so eine selbstgebaute Batterie, und war eine Säurebehälter. Ich wollte gerade sagen, da war ein Säurebehälter, aber ist da noch Säure drin? Das sieht so aus, ja. Denke ich mal. Kannst du ja mal reinfassen. Dann lass mal. Fass mal drin, ja. Zum Beispiel Papier mitmessen. Aber verdunstet das nicht eigentlich sogar? Ist der Behälter zu oben? Nee, der ist offen. Guck mal, die sind alle offen. Nur geil hier drin zu atmen. Deswegen nicht mehr, weil guck mal, wie das hier unten alles aussieht. Die Luppe ist nicht ganz so praktisch, wenn man hier blendet. Nee. Und das dauert. Nee, gerade noch 15% her. Also ich hatte 28%. Ja, ich könnte es vielleicht mal erstmal noch so 20 putzen. Was ist da auf? Ja, Schreibtische. Guck mal die Steuerung. Ja. Ich mach schon alles anfassen ohne Handschuhe. Ja, ich bin Handschuhe vergessen, deswegen muss ich liebe das Risiko. Oh, guck mal, hier steht der Dose noch. Oh, wann ist die denn abgelaufen? Die will ich ohne mehr anfassen. Ja, die Lüftungsanlage. Müsstest du so unten sehen eigentlich, ne? Ja, hier steht auch noch irgendwas drauf. Servicebohnen. Siehst du unten in dem Boden, was da steht oder? Am Boden steht nicht. Da stand da drauf ein Deckel oben drauf. Schade, da steht noch ein Boden Silber. Heute im Angebot, die müssen haben ein gelbes Etikett, also ein Orangenschnitt. Warum der hier sitzt? War damals schon abgelaufen, wo die Kurve war. Ey, alles klar. Das hat nicht funktioniert diesmal, aber. Man klappt das immer. Ja, Herr Pitsche hat damals alles unterschrieben. Was hat er mir unterschrieben? Die Luft, die Luftfilter. Ja, schon mit Pitsche, ja. Habe ich vorne gelesen. Ich denke, das riecht irgendwie. Ja, aber. Was? Ja, aber da muss der etlich da hinten oben. Ja. Also, da ist der, glaube ich, knapp 7 Meter oder so. Ah, guck doch mal an, wie viele Kabel hier sind noch, ne? Ja, schau mal. Oh, das Scheiß. Ja, ist aber alles. Ja, ist Alu. Das ist nicht. Ich habe ein Problem. Das ist hier. Die Koffer, ich werde alles schon raus hier. Ja, die Kabel, ja. Achso, ja, Tatsache, hast du recht. Das ist alles bloß Arno hier. Bringt nichts. Also, sind wir auch so viele Treppen hier oben hier? Ja. Echt? Ja. Oh, gib mal eine Bommelmütze. Was? Eine Bommelmütze. Ja, ja, ja. Für sein Mikro dann mal so einen Fluffy draus bauen. Hier. Ja. Ja, das ist doch perfekt, ja. So. Ja. Und mal wieder 80 Stunden im Kopf, ey. Ja, ja, springt mir näher das. Ich will ja nicht nur für Mosaik nehmen. Ja, für mich sind die hier früher waren alle. Ja, lass mich mal machen. Ah, ja, Sekretariat. Hier wird die Luft schon wieder eklig. Ja. Findest du das jetzt mit? Nö. Achso. Die ausgemacht halt. So, da jetzt halt der Akku, der leer ist und wir hier noch so ein bisschen rund im Büro hin. Da ist Tino übrigens. Tobi steht da hinten irgendwo. Guck mal, da kommt er gerade raus. Da, da. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Part 2 bzw. die andere Perspektive seht ihr dann bei den Wegen auf dem Kanal. Guckt mal in der Videobeschreibung hin, da sind sie verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. In 2 Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao.